Herzlich willkommen zum Stadtgespräch Böblingen hier aus der Motorworld auf dem Flugfeld Böblingen-Sindelfingen. Unser heutiger Gast ist der Oberbürgermeister der Stadt Böblingen, Dr. Stefan Belz. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Ja, sehr schön, dass Sie gleich zu Beginn des Jahres, und das ist Anfang Februar ja immer noch relativ neu, Zeit finden für uns. Was war in der Rückschau 2023 so ganz besonders für Böblingen und für Ihre Arbeit? Also 2023 war ein besonderes Jahr. Es war auch ein anstrengendes Jahr. Das hat man auch gemerkt in der Bevölkerung. Natürlich hat der Terrorangriff der Hamas auf israelische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, das hat auch was in der Bürgerschaft verursacht, weil viele Menschen aus vielen Nationen und Kulturen bei uns in der Stadt leben. Und da müssen wir dafür sorgen, dass auch solche Konflikte in Böblingen in einem guten Miteinander besprochen und diskutiert werden. Das ist uns aber recht gut gelungen. Wenn ich so an die Bauprojekte denke, wir hatten einen Spatenstich am Schulzentrum Stockbrünnele, wirklich unser größtes Schulhaus-Neubauprojekt in Böblingen. Das ist gut, dass es da jetzt ordentlich vorangeht. Wir haben einige Kitas neu eröffnet. Das neue Rathaus ist wieder eröffnet worden nach einer Sanierung und Modernisierung. Die Bürgerinnen und Bürger finden wieder fast alle Dienstleistungen am Schlossberg. Und der A81-Ausbau ging ordentlich voran, aber beschäftigt uns natürlich noch viele Jahre. Das sind viele Millionen, die Sie da im wahrsten Sinne des Wortes vergraben. Macht Ihnen das nicht auch ein bisschen Angst, dass noch genug übrig bleibt, auch für den laufenden Betrieb? Naja, tatsächlich investieren wir ja das Geld. Wir investieren es in Infrastruktur, in Dienstleistungen, zum Beispiel ein Schulhausgebäude ist ja etwas, was wir auch machen müssen, wo wir verpflichtet sind. Und deshalb sehe ich da eigentlich immer auch mit dem notwendigen Augenmaß die Entscheidungen als richtig an, dass wir da investieren. Und es sind ja keine Investitionen für einen Einmaleffekt, sondern das ist Geld, was auf Dauer angelegt wird in Infrastruktur auf die nächsten 30, 50 oder mehrere Jahre danach. Und damit schaffen wir auch wirklich Zukunft für die jetzige Generation und für künftige Generationen. Und mit unserer Kämmerei sind wir da einmal ganz gut, haben da einen guten Blick drauf, dass es mit den Finanzen stimmt, dass die Investitionen auch gestemmt werden können. Sie haben es gerade gesagt, Sie haben auch in neue Kitas investiert. Da ist ja immer das Problem, wo kriegt man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter her? Wie ist das in Böblingen? Sind Sie da auf der Insel der Glückseligen oder müssen Sie auch um jene Einzelnen kämpfen? Da sind wir absolut nicht auf der Insel der Glückseligen, sondern wir haben wirklich viele Stellen, die wir nicht besetzen können. Und das sorgt natürlich dafür, dass wir Betreuungszeiten einschränken müssen oder auch, dass bestimmte Gruppen gar nicht eröffnet werden können, wenn eine neue Kita eröffnet wird. Was ja eigentlich genau entgegen den gesellschaftlichen Anforderungen steht. Ganz genau. Es gibt ja einen gesetzlichen Anspruch darauf, dass Kinder einen Betreuungsplatz bekommen. Und auf der einen Seite arbeiten wir weiter daran, dass weitere Kita-Plätze in Böblingen auch gebaut werden, weil wir baulich dieses Defizit aufarbeiten müssen. Und auf der anderen Seite haben wir aktuell 15 Fachkräfte aus dem Ausland bei uns beschäftigt, integriert und für den Alltag in unseren Kitas fit gemacht. Und wir haben jetzt über 70 Azubis bei uns. Das heißt, wir sorgen selbst für unsere eigenen Nachwuchskräfte und hoffen, dass dann nach und nach diese Meilensteine oder auch diese Weichenstellungen, die wir jetzt machen, dann auch zünden. Aber dazu brauchen wir noch etwas Zeit. Das löst sich nicht von heute auf morgen. Und ich fordere natürlich auch von Bund und Land, dass sie die Städte dabei unterstützen und ebenfalls mit uns da an einem Strang ziehen. Jetzt sind wir schon übergeglitten sozusagen in die aktuellen Aufgaben, in das, was dieses Jahr ansteht. Was sind denn sonst noch die Höhepunkte aus Ihrer Sicht in diesem Jahr 2024? Also 2024 wird auch ein besonderes Jahr für den Klimaschutz. Wir haben im letzten Jahr einen sehr guten Gemeinderatsbeschluss gefasst. Böblingen soll bis zum Jahr 2035 klimaneutral werden. Das ist jetzt mal ein Grundsatzbeschluss. Und jetzt im Jahr 2024 setzen wir ein sogenanntes Konzept auf, wie wir das eigentlich erreichen wollen. Also welche Meilensteine setzen wir uns Jahr für Jahr? Und das machen wir mit einer starken Bürgerbeteiligung, denn die Bürgerinnen und Bürger sollen ihren Beitrag leisten, wie sie das sehen und auf der anderen Seite auch die Ideen abzuholen, damit das alles ordentlich gesehen wird. Und daraus entsteht dann ein Klimaneutralitätskonzept und ist der Fahrplan in ein klimaneutrales Böblingen 2035. Und unsere Stadtwerke Böblingen sind da natürlich auch mit an Bord. Sie haben ja diesen Slogan, wir gestalten den Wandel.
Ist das so ein Kernprojekt, wo Sie das mit Leben füllen? Ganz genau. Wir haben im letzten Jahr auch unser Stadtleitbild 2035 verabschiedet. Das betrifft viele Lebensbereiche der Bürgerinnen und Bürger. Und da haben auch viele aus Bürgerschaft, Verwaltung und Gemeinderat mitgewirkt. Und jetzt gilt es, dieses Stadtleitbild mit diesem wunderbaren Titel »Wie gestaltet, wir gestalten den Wandel« auch mit Leben zu füllen, Maßnahmen daraus zu entwickeln. Und da sind Gemeinderat, Verwaltung und Bürgerschaft gefragt. Und ein Aspekt darunter ist auch das klimaneutrale Böblingen 2035. Vielen Dank bis hierher, Dr. Stefan Belz. Meine Damen und Herren, wir machen eine ganz kurze Pause und dann werden Sie Böblingen noch etwas näher kennenlernen. Bis dann. Regio TV. Willkommen zurück zum Stadtgespräch Böblingen, heute mit Böblingens Oberbürgermeister Dr. Stefan Belz. Wir haben gerade schon gehört, den Wandel gestalten, das ist so ein Leitspruch in Böblingen. Da sind neben der Klimaneutralität aber noch zwei andere Kernbereiche dabei betroffen, nämlich sozial und digital. Was gibt es dazu zu sagen? Was versteckt sich dahinter? Also in den sozialen Themen befindet sich auch die Gesundheitsversorgung. Wir sehen aktuell das Flugfeldklinikum wachsen. Da bin ich auch dem Kreistag sehr dankbar, dass immer die passenden Beschlüsse gefasst werden, dass es da gut vorangehen kann. Und gleichzeitig neben einer guten Gesundheitsversorgung, ich würde sogar sagen der besten Gesundheitsversorgung hier in der großen Raumschaft, bietet es eine großartige Chance für Unternehmen, Dienstleistungen, sich auch hier anzusiedeln, weil hier Gesundheit groß geschrieben wird. Und darauf freue ich mich, dass wir da jetzt wirklich auch in 2024 große Schritte nach vorne machen werden. Und andererseits sind wir bei der Kinder- und hausärztlichen Versorgung in einer angespannten Lage. Es ist schwierig für Patientinnen und Patienten, Termine zu bekommen. Da hat jetzt der Gemeinderat einen richtigen Impuls gesetzt. Eine Taskforce Ärzteversorgung wurde ins Leben gerufen. Und Verwaltung und Gemeinderat haben beschlossen, dass Richtlinien entwickelt werden, um Arztpraxen auch finanziell zu unterstützen und beim Finden einer neuen Lokalität zu unterstützen. Kann man ja über die Baugesellschaft beispielsweise bei Neubauprojekten gleich auch mal eine Arztpraxis mit einplanen, oder? Ganz genau, das geht, wenn es der Bebauungsplan dann auch hergibt und da haben wir dann ein Auge drauf. Ein Herzensprojekt, was ich sehr schön finde, da werden wir dieses Jahr auch dann Richtfest feiern. Das ist beim Hospiz. Das entsteht ja direkt in Bahnhofsnähe und wirklich ein ganz tolles Projekt, was aus der Mitte der Bürgerschaft entstanden ist. Und das ist wirklich auch ein wunderbares Zeichen für gelebte Bürgerbeteiligung. Ein anderes Stichwort dabei war jetzt eben noch digital, Digitales. Wie weit ist die Stadt Böblingen auf dem Weg zu einer digitalen Kommune? Wir haben im letzten Jahr das Thema künstliche Intelligenz sehr intensiv erfahren, als ChatGPT auf den Markt kam. Und den Ball haben wir sofort aufgegriffen mit unserem Hermann-Hollerith-Zentrum, mit AI Express und wollen jetzt auch in diesem Jahr dann die Weichen stellen, dass AI Transform an den Start geht. Da haben wir Fördermittel bereitgestellt, sowohl vom Gemeinderat mit 5 Millionen Euro als auch vom Verband Region Stuttgart mit 5 Millionen Euro. Und dann soll beim Softwarezentrum Böblingen-Sindelfingen auf der Hulb soll ein neues Gebäude entstehen, wo dann KI- und IT-Unternehmen Platz finden. Dann wäre es noch gut, wenn die Bürger dann auch noch ein bisschen mehr ihrer Dienstleistungen im Rathaus auch elektronisch erledigen könnten, oder? So sieht's aus. Und da sind wir auch dran, dass wir nach und nach alle unsere Prozesse im Rathaus digitalisieren und auch der Bürgerschaft die Services dann digital anbieten. Ein wichtiger Aspekt dabei ist noch, wir haben das Krankenhausareal in Böblingen, wo derzeit in der Bunzenstraße ja noch die Gesundheitsversorgung stattfindet. Wenn dann der Umzug aufs Flugfeldklinikum erfolgt ist, wollen wir hier, so jetzt das Commitment mit dem Landkreis, dort einen Technologie- und Innovationscampus entwickeln und die Themen künstliche Intelligenz, IT, erneuerbare Energien, Medizintechnik sollen da eine ganz bedeutsame Rolle spielen. Das sind ja wichtige Zukunftsthemen, auch für die Stadt, die ja nun hier auch eine wichtige Rolle spielt im Landkreis. Richtig. Also ich sehe dort auch eine Keimzelle für künftige wirtschaftliche Entwicklungen für die Stadt Böblingen. Ja. Bleiben wir mal noch in der Innenstadt. Da gibt es ja auch große Bauprojekte mitten in der Stadt. Wie weit ist die Böblinger Baugesellschaft da, die städtische Baugesellschaft?
Also das Seekarree an der Herrenberger Straße ist seit letztem Jahr fertig. Ja. Da wohnen die Menschen drinne. Und ja, das PALS, ehemals City Center, das wird in diesem Jahr fertig an der Wolfgang-Brumme-Allee. Dort gibt es dann Einzelhandelsflächen und auch über 80 Wohnungen, die dann dort vermietet werden. Und das sind schon mal zwei ganz wichtige Projekte, die jetzt fertiggestellt werden. Und es gibt noch Projekte von Dritten entlang der Bahnhofstraße, zum Beispiel das City-Carré, das fertiggestellt wird, aber auch an der Ecke Bahnhofstraße-Wilhelmstraße, die dann jetzt ordentlich vorangehen und voraussichtlich 2025 dann fertig werden. Das heißt, es ist ja gerade seit mindestens ein, zwei Jahren ein wichtiges Thema. Die Zahl der Baustellen in Böblingen wird sich aber nicht wesentlich verringern, weil das ist ja ein Dauerärgernis für alle, die in Böblingen leben oder durch Böblingen durch müssen. Ja, das ist richtig, aber man sieht jetzt nach und nach, dass auch die Baustellen nicht nur entstehen, sondern auch fertig werden und abgeschlossen werden. Und das ist nochmal ein wichtiges Signal an die Bürgerinnen und Bürger, dass das, was wir anpacken, auch wirklich dann Früchte trägt. Und eine große Baustelle, die jetzt noch nicht begonnen hat, die aber hoffentlich dann so langsam an den Start gehen kann, das ist das Postareal im Rahmen der Internationalen Bauausstellung 2027. Das ist ja genau gegenüber dem Bahnhof, da soll ja tatsächlich auch ein Hochhaus entstehen. Genau, ein Hochhaus und zwei weitere Gebäude. Ein Gebäude wollen wir als Stadt kaufen und dort die Stadtbibliothek, die Volkshochschule und eine Stadtlobby unterbringen. Und das Ganze eben in einem ganz besonderen Setting von Wohnen, Arbeiten und sich aufhalten, so wie man sich das die nächsten 50, 100 Jahre dann auch vorstellt. Und Jahr für Jahr weiter geht es ja auch an der Autobahn, am Autobahnausbau, der ja auch massiven Einfluss nimmt, wenn dann halt wieder Verbindungsstraßen gesperrt sind, auf die Verkehrssituation in der Stadt. Damit muss man aber noch ein bisschen leben, oder? Damit muss man noch leben, ja, bis 2026, 2027 mit den Einschränkungen. Ich sage mal so, wenn die Hauptader, die A81, dann auch wirklich fertiggestellt ist, profitieren wir über viele, viele Jahrzehnte davon. Und deswegen müssen wir da noch ein bisschen durch und müssen das aushalten. Und unsere Verkehrsbehörde ist da wirklich auch immer in gutem Kontakt mit der Deges, die ja den Autobahnausbau vorantreibt. Und wir versuchen, die Einschränkungen so erträglich wie möglich zu gestalten. Aber manchmal kommt man um eine Sperrung der Autobahn schlichtweg nicht umhin, wenn mal eine neue Brücke eingebaut wird. Da wird es halt wieder ein bisschen enger in der Stadt. Ja, definitiv. Vielen Dank, Dr. Stefan Belz. Meine Damen und Herren, Sie haben einen sehr zuversichtlichen Oberbürgermeister der Stadt Böblingen heute erlebt und gehört. Schauen Sie da einfach mal vorbei in Böblingen. Es lohnt sich ganz sicher. Hier gibt es viel zu entdecken. Bis dann.